Hallo, hier ist mal wieder Blue Red vom Jesus Clan. Ja, wir haben schon eine Weile nichts mehr gemacht, deswegen habe ich gedacht, ja, wird mal wieder Zeit für ein neues Video. Wobei neu relativ ist. Das Spiel, das ich heute vorstelle, heißt Dark Forces und erschien noch in der guten alten DOS-Zeit, und zwar genau im Jahr 1995. Und ich finde es einfach immer noch schön und toll zum Spielen, und deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal das Spiel in einem leichten Schwierigkeitsmodus. Hier lege ich mich gerade selber mal an und würde sagen, los geht's. Zu Beginn bekommen wir eine Missionsbeschreibung. Hieraus geht hervor, was wir zu tun haben. In diesem Fall müssen wir Baupläne stellen für einen, ja, Todesstern. Juhu! Gut, und schon sind wir im Spiel. Die Spielmechanik ist Doom-typisch, also man kann sich auf einer Ebene bewegen. Wobei dieses Spiel noch ein paar Besonderheiten hat. Es war, glaube ich, eins der ersten Spiele, wenn nicht sogar das erste Spiel, in dem man nach oben und unten gucken konnte, springen konnte und sich hinlegen konnte, beziehungsweise kriechen konnte. Die Grafik ist natürlich schon etwas angestaubt für heutige Verhältnisse. Dennoch finde ich, man kann das Spiel heute noch ziemlich gut spielen. Mit Hilfe von DOSBox, wie ich es hier mache, einwandfrei. Es gibt auch eine Rebuild der Engine, die heißt dann Dark XL und ist dann auch unter Windows lauffähig. Typisch für ein Spiel aus dieser Zeit, wir müssen eine Schlüsselkarte suchen. Die kriegen wir von diesem Typen hier, und zwar die rote Schlüsselkarte, die uns dann den Weg frei macht in einen weiteren Levelbereich. Zum Beispiel hier durch diese Tür. Oben angekommen, werden wir natürlich auch unter Beschuss genommen. Auch die Platzierung der Gegner ist schön gemacht. Auch die Details wie dieser kleine Roboter, was hier rumfährt. Die Schalterrätsel, alles einwandfrei. So, hier kommen wir zum Kern der Mission. Wir müssen diesen Schalter hier umlegen. Dann fährt dieser Sektor hoch und wir können uns dann diesen Todessternplan nehmen und die Mission abschließen. So, dazu müssen wir uns erst einmal auf die Landeplattform begeben. Dazu räumen wir hier diesen Sektor noch kurz leer, öffnen diese Türe und begeben uns auf die Fahrstuhlplattform. Was ich auch schön fand, war, dass die Türen seitlich aufgingen und nicht wie bei Doom nach oben oder nach unten. Hier tun wir noch ein paar Stormtrooper erledigen und damit ist diese Mission abgeschlossen. Auch schön gemacht war die Animation des Landungsschiffs. Leider können wir nicht einsteigen oder ähnliches, aber dafür können wir die Escape-Taste drücken und so die nächste Mission beginnen. Dark Forces setzt dabei sehr verstärkt auf Cutscenes, Zwischensequenzen, und das wird teilweise wirklich aufs Extrem getrieben. Also ich habe hier, glaube ich, 5 oder 10 Minuten Zwischensequenz bereits rausgekürzt. Nichtsdestotrotz, hier geht es zur nächsten Mission. Hier müssen wir zuerst ein Wasserkraftwerk aktivieren und danach müssen wir eine Sturmtruppe oder Energiewaffe suchen, die dann später im Spielverlauf dann noch interessant werden sollte. Eine Besonderheit der Dark Forces Engine war, dass sie dreidimensionale Gebilde darstellen konnte, also einen Raum über einen Raum. Dies ging bei der Doom Engine nicht. Und auch was sehr schön war, waren diese ganzen animierten bzw. bewegenden Gegenstände, wie hier zum Beispiel dieses Kraftwerk, wo sich diese Rotorblätter bewegen, und auch das Wasser, das animiert unten im Fluss fließt. Hier nochmal ein Beispiel für einen sehr gelungenen Levelabschnitt. Ist zwar nicht groß, aber war für die damalige Zeit beeindruckend. Man hat einen Schalter umgelegt, die Türen haben sich geschlossen, die Plattform hat sich rüber bewegt, alles in allem genial. Und das ist unser Missionsziel, die Dark Trooper Waffe, die haben wir hier eingesammelt. Und nun müssen wir wieder zurück zum Landungsplatz und da wird dann unsere Mission beendet werden. So, hier sind wir am Landungsplatz, hier auch wieder unser Gleiter, der uns hier abholt. Und mit Escape können wir dann diese Mission beenden und mit der nächsten Mission fortfahren.
fahren. An dieser Stelle möchte ich die Spielevorstellung auch schließen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Das Spiel ist heute immer noch spielenswert. Und ich finde, es macht immer noch Spaß, die Waffen zu suchen, die Verstecke zu suchen. Und schaut es euch an, gibt es bei Steam. Das war das Spiel Dark Forces. Und das war es auch für diese Woche von Blu-Red vom Jesus-Clan. Bis demnächst.